Na, ihr Zauberschön, wir machen heute den Hirsch. Da habe ich mich ja schon drauf gefreut. Den Kartenrolling seht ihr schon heute in Kraft und da kommt auch nichts weiter drauf. Wir benutzen quasi nur den Kartenrolling und machen da unsere Leinwand drauf. Die Maße findet ihr in der Infobox, weil den habe ich gerade noch in meinem Archiv gefunden. Und heute natürlich wieder schlicht. Warum auch nicht? Wir haben heute Montag. Wir machen heute mal ganz schlicht. Als hätte das was mit Montag zu tun, aber ihr kennt mich ja. Ich habe mir schon mal ein bisschen was zusammengesucht. Den würde ich auch gerne mal wieder benutzen. Und den würde ich gleich als erstes hier in den Hintergrund packen. Ich würde mir aber so ein bisschen was abteilen hier unten. Oder ich lege mir ein Blatt Papier hin. Das ist auch eine Idee. Dann mache ich es mir mal einfach. Ich lege mir mal ein Blatt Papier hin. Weil ich wollte eigentlich nicht den ganzen Hintergrund bestempeln. Oder mache ich es doch? Ja, doch einfacher, ne? Wenn man den so ansetzt und dann einfach drauf los. Ach, machen wir es doch. Ihr seht, innerhalb von 2 Sekunden kann ich mich umentscheiden. Das ist Wahnsinn. Vorher denke ich mir, ach nee, und wie machst du denn das? Und ach, das ist immer ein leidiges Thema mit mir. So, ich benetze ihn jetzt einfach mal komplett. So, einmal drüber. Den kann ich euch auch gerne unten in den Infobox packen. Den habt ihr mir ja auch quasi nicht empfohlen, aber ich habe den ja ganz oft bei euch gesehen und ihr wart dann so lieb und habt gesagt, wie der heißt. Das ist natürlich schön, wenn wir uns da alle gegenseitig helfen können. So, und den haue ich jetzt wirklich einmal komplett in die Mitte. So, muss auch nicht schön sein. Der kann ruhig ein bisschen fleckig werden. So, und das ist er auch. Und das finde ich aber gut. Für den Hintergrund passt das nämlich. Und da bauen wir jetzt quasi drauf auf. Man hätte das natürlich auch an einem schönen Braun stempeln können, fällt mir gerade ein. Aber na, lass mal das Schwarz. Das Schwarz könnte ganz gut sein im Hintergrund. Jetzt wollte ich vorne ein bisschen mit Strukturpaste arbeiten, dann eventuell noch ein bisschen rumklecksen. Machen wir es vielleicht andersrum? Erst die Kleckse, dann die Strukturpaste oder erst. Wie wäre es am einfachsten? Wenn ich jetzt rumkleckse, hätte ich die Kleckse dann nicht auf meiner Strukturpaste. Wäre aber auch nicht so schlimm, wenn da Kleckse mit drauf wären. Also erst Strukturpaste. So muss man manchmal rangehen, ne? Ich nehme weiß, weil der Hirsch soll eigentlich Gold werden. Nee, eigentlich wollte ich den Kopf haben, genau. Der soll Gold werden, den werden wir dann embossen. Man könnte natürlich jetzt mit einer anderen Strukturpaste rangehen oder sich die einfärben. Ihr wisst ja, ne? Weiße Strukturpaste könnt ihr euch super einfärben mit Stempelfarbe zum Beispiel oder anderen Pigmenten. Ich gucke nur gerade, ich habe ein schönes Silber da, aber Gold und Silber mischen. Ah, nee, und dann das Braun noch dazu. Nee, das ist mir zu viel. So, ich quatsche so wieder sehr viel. Es tut mir leid. Ich habe mir 2 verschiedene Schablonen rausgeholt. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Schneeflöckchen machen. Schneeflöckchen hat man ja erst am Samstag. Da könnt ihr auch immer noch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr das Kärtchen gewinnen möchtet. Das packe ich euch noch auch noch mal unten rein, den Link zu dem Video. Und ich war mir halt nicht ganz sicher, ob ich jetzt einfach nur diese Tanne hier nehme, das Stückchen, und das hier so mit drauf packe. So, einmal in weiß und dann schön besprudelt. Oder dieses Ilex heißt das, ne? Christmas Greenery Stencil. Ich glaube, das hier hieß Ilex. Ach, ich weiß das immer nicht. Ihr wisst, ich habe keinen grünen Daumen. Oder das. Und das so ein bisschen verteilen. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Das ist jetzt wieder so, aha, es könnte beides gut aussehen. Aber ich glaube, das lasse ich, weil wir haben ja schon die Unruhe im Hintergrund. Wenn ich jetzt noch mehr Unruhe reinbringe, das ist eventuell zu viel. Dann vielleicht jetzt doch eher was Klareres nehmen. Also nehme ich mir doch dieses Stückchen hier unten. Oder ich könnte auch 2 Zapfen nehmen. Das wäre auch eine Idee. Wir gucken uns einfach mal diese Schablone mal an. Wo geht sie auf? Hier oben. Ich gucke natürlich, ob die noch im Shop ist, weil die ist vom letzten Jahr. Mal schauen. Wenn nicht, sage ich auch mal dazu, findet ihr, oh, entschuldigt. Oh, das ist laut. Eieiei. Da findet ihr den Namen unten in der Infobox. Da könnt ihr den nämlich bei Google eingeben. Ah, verdammt. Das ist aber auch schwer. Menschenskinder. Da haben sie echt einen guten Kleber benutzt für so eine Schablone. Heidewitz. Naja, gut. Das ist aber auch mal eine Schablone. Also, hatte ich so auch noch nicht. Die ist wirklich so wie ein bisschen wie Butterbrotpapier. Ein bisschen stärker vielleicht. Die ist ganz, ganz, ganz zart. Da muss man echt aufpassen. Ich würde wirklich gern hier unten diese Tanne nehmen. Die lasse ich hier so reinragen. Dann kommt hier nämlich auch in die Mitte dann dieser schöne Hirschkopf dann hin. Und die Tanne haben wir dann schön im Hintergrund. Ich muss mal gucken, in welche Richtung
Ja, wahrscheinlich in die Richtung wäre besser, ne? Hier sind sogar Schneeflöckchen mit dabei. Das sehe ich jetzt erst. Oh, das ist natürlich auch schön. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe nur die Tannenzapfen gesehen. Aber nicht die Schneeflöckchen. Das ist ja auch süß. Man könnte natürlich auch noch eine Zapfe mit hinmachen. So eine kleine. Werde ich vielleicht auch noch machen. Dass ich die hier mit unten noch hinsetze. So ein, zwei oder hier oben noch. Mal gucken. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Spachtel und leg hier los. Mal gucken, ob ich mir das noch irgendwie anklebe. So, schauen wir mal drunter. Die Schablone ist wirklich so hauchzart. Die hatte sich hier kurz angehoben. Also es kann sein, dass ich da jetzt irgendwie das ein bisschen breit gemacht habe drunter. Das wäre natürlich schade. Dann müsste ich gleich nochmal rangehen mit dem Spachtel und das wegmachen. Ja, das ist wirklich passiert. Das ist sehr schade. Das hat sich wirklich angehoben gehabt. Oder, bevor ich jetzt hier das versuche zu entfernen, kann da natürlich dann auch der Hirschkopf einfach drüber, damit das überdeckt wird. Das ist natürlich schade, wenn die Schablone so zart ist, dass das passiert. Vielleicht hätte man da auch einfach, naja gut, festkleben hätte auch nicht viel gebracht, weil es ist ja mitten in der Mitte. Ich war da wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu dolle unterwegs. Aber nun gut, dann wird hier einfach der Hirschkopf hingeklebt und dann passt das auch schon. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf weiter drüber. Das ist schon in Ordnung. Dann mache ich das jetzt zu und hole jetzt meine Palette raus für die Spritzerchen. Ich sollte mir jetzt wirklich mal diese Nuvo-Dinger bestellen, dass ich das so nicht mehr machen brauche. Das wäre wirklich einfacher. Ich rede von diesen Dingern hier, von diesen Nuvo Sparkle Sprays. Da gibt es ja auch mittlerweile Gold und Silber von. Und die muss ich mir jetzt doch mal zulegen, weil jedes Mal meine schöne Aquarellpalette extra dafür zu nehmen, ist auch ein bisschen schade. Ne? Eigentlich nutzt man die doch eher für Akzente und ich sprudel damit immer nur rum. Also doch mal ransetzen. So, das machen wir einmal zu. Und dann brauche ich wieder ein Pinselchen. Ihr kennt das ja schon, dann haue ich einfach drauf los. So, das reicht schon. Da kann das wieder weg. Und dann kann das jetzt ein bisschen trocknen. Die Stelle ist wirklich nicht schön geworden. Das ärgert mich ein bisschen. Aber jetzt extra neu machen. Wie gesagt, ich klebe da den Hirsch drüber und dann wird das schon. So, dann nehme ich mir jetzt den Hirschkopf und werde den embossen. Jetzt habe ich meinen Föhn noch gar nicht rausgeholt. Und den werde ich, wie gesagt, einmal in Gold machen. Brauchen wir ein Stückchen Weiß für. Reicht das? Ja, das reicht. Und dann brauchen wir ja auch noch einen Spruch. Vielleicht noch ein bisschen Deko. Vielleicht noch, ja, noch eine Stanzung, weiß ich nicht. Das wird vielleicht zu viel, wenn ich den Spruch ja dann auch noch ausstanzen will. Das wird ein bisschen sehr viel werden. Also machen wir es erstmal so, wie ich es im Kopf geplant habe. Und dann kann man ja weitersehen, ob dann noch irgendwas fehlt oder nicht. So, die Prozedur kennt ihr ja schon. Einmal ein Säckchen drüber, dann Stempeln, dann Pülverchen und dann geht's los mit dem Föhn. Ich habe jetzt so dolle aufgedrückt, dass man gar nicht mehr wirklich das Gesicht sieht vom Hirsch. Finde ich aber bei der Karte nicht weiter schlimm. Wenn ich das jetzt mit meinem Versafein gestempelt hätte, hätte man wirklich die ganzen Abzeichnungen gesehen. Das Auge, die Nase und das Fell. Aber bei dem Versamark passiert mir das ganz oft, dass ich so fest drücke, dass man diese einzelnen Details nicht mehr sieht.
Ist jetzt aber nicht schlimm. Wie gesagt, bei der Karte finde ich es jetzt wirklich nicht schlimm. Finde ich eigentlich ganz gut so, dass das wirklich fast vollflächig ist. Man könnte hier noch ein Auge ahnen. Das muss ich dann ausstanzen. Ich werde das hier nochmal ein bisschen anföhnen. Nicht ausstanzen, ausschneiden. Ausschneiden, weil ich glaube, hier gab es kein Stanzset dazu. Aber ist ja nicht schlimm. Das kriegt auch ich hin. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was ausgestanzt. Und zwar mit diesem, ich glaube, das sind Wintergrüne, Winterzweige. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken, wie die heißen. Und packe euch das mit unten rein. Hab das einmal ausgestanzt aus Transparentpapier und nochmal aus dem gleichen Kraftpapier und finde die Kombination sehr schön und würde jetzt einfach den Hintergrund noch ein bisschen vollpacken. Ich habe das gerade schon mal probiert. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Manchmal stehe ich auch drauf, wenn es so schlicht und so wenig wie möglich ist. Manchmal finde ich es aber auch schön, wenn viel drauf kommt. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Und ich fand das gerade sehr schön, das Weiße, also dieses Transparent, dass man das hier so hochsetzt, ein Stück, und das Kraftpapier nochmal so über den anderen Zweig da setzt und dann diesen Hirschkopf hier mitten rein. Dann, wie gesagt, der Hirschkopf hier so schön drüber. Und dafür nehme ich mir einen 3D-Punkt, weil der soll höher kommen. Jetzt habe ich die großen schon wieder leer gemacht. Hier passt ein großer gut drauf. So, ob ich hier noch ein paar kleine raufsetze. So, ich wollte eigentlich noch Nylongarn nehmen und das hier hinten so ein bisschen ja reinflechten, hatte ich gerade probiert, funktioniert nicht. Ich bin da irgendwie zu dusselig für, ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach hinten auf den Hirsch mit draufgeklebt, hoffe, das passt jetzt soweit, wenn ich das anhalte, sieht das eigentlich ganz gut aus. Mal sehen, wenn es klebt, das ist immer noch so eine andere Sache. Und das ist ein neues Gold, was ich habe. Das habe ich mir jetzt mitbestellt, packe ich euch unten mit rein. Das ist jetzt wieder verfügbar, das war lange Zeit aus, also gefühlt für mich, jedes Mal, wenn ich geguckt habe, war es nicht da. Irgendwie Antikgold oder normales Gold, schlichtes Gold. Irgendwie so, packe ich euch mit unten rein. So, jetzt gucken wir mal, wie es denn aussieht, wenn unser Hirsch hier einmal mit drauf kommt. Ja, kommt ein bisschen höher durch das Nylongarn, okay. Hauptsache, er klebt und hat quasi hinterm Kopf sein Geschmeide hier. Beim Spruch bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen aus dem Set nehme, weil so ein kleiner Spruch ist eigentlich auch ganz hübsch. Ich finde dieses Set hier aber auch schön. Das ist Weihnachtssprüche 1. Weihnachtszauber gefällt mir irgendwie sehr gut. Und da gibt es ja auch das passende Stanzenset dazu. Ich würde das jetzt wirklich mal stempeln und stanzen und mal angucken. Und schauen, ob das wirklich passt. Also, wie gesagt, wenn ich es anhalte, sieht es wirklich schön aus. Wir gucken einfach mal. Oh, das ist ja kein Problem, das einfach mal zu testen. Jetzt muss ich mal schauen, reicht dieses Stückchen hier noch, was ich habe? Na klar, reicht das. Sehr gut. Und das machen wir auch einfach in schwarz, weil Hintergrund passt sehr gut. Da kann man ruhig nochmal schwarz nehmen. So. Ich nehme jetzt mal eine weiche Unterlage. Das soll ja helfen beim Stempeln. Und gerade beim Freihandstempeln. Ihr wisst, ich stelle mich da immer rasslich an. So, sag mal, wie es ist. Ich stelle mich rasslich an. Und es soll ja helfen, wenn man da was Weiches drunter legt bei diesen Klarsichtstempeln. Bei den Gummistempeln ist es ja einfacher. Da ist ja quasi der Gummi schon mit dabei. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das sieht gut aus, nehme ich so, sehr schön, sollte ich öfter hinlegen. Dann suche ich mir jetzt hier noch die passende Stanze raus, was denn hier passt. Ich hoffe, das ist das richtige Set. Moment, Weihnachtssprüche 1, ja gut, weil das hatte ich noch nicht zusammengepackt. Das werde ich dann gleich machen. Moment, ich halte das immer falsch rum. So, und den werde ich ein bisschen höher setzen mit 3D-Punkten, die ja nur die
Hälfte haben, also die nur 1 Millimeter hoch sind. Ich habe es jetzt schon beiseite geräumt, das war ein Fehler. Hier. Ich würde sie ja eigentlich gern so hoch setzen wie unseren Hirsch. Das würde mir wirklich am besten gefallen, wenn hier unten das quasi so ein bisschen abgedeckt ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier unten ist so viel Platz, weil das Nylongarn ja auch so hoch ist. Und da würde man diese 3D-Punkte so enorm sehen. Das ist Wahnsinn. Deswegen werde ich mich damit zufrieden geben, das hier unten mit hinzupacken. Geht auch. Aber mir wird es wirklich oben drauf besser gefallen. Aber nun gut. Das wäre sonst blöd mit den Punkten dann. Ich würde noch ein paar große goldene Punkte mit hinsetzen. Das ist wieder Bright Gold. Man könnte jetzt auch ein anderes nehmen, zum Beispiel wie Glitzer, aber weil wir ja schon Metallic im Hintergrund haben, dachte ich mir, nehme ich das nochmal. Ich habe jetzt hier zwar noch ein anderes Gold, aber das schimmert ja so grünlich. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich glaube, ich bleibe bei dem. Diesmal habe ich mit den Nuvos nicht gegeizt. Ihr seht, ich habe die diesmal extra schön groß gemacht, damit man sie auch sieht. Und 3 ist ja so meine bekanntliche Zahl. Der Hintergrund, na, nicht ganz zufrieden. Hätte man vielleicht noch was besser machen können. Der Kopf kommt hier auch leider ein bisschen hoch. Da werde ich vielleicht nochmal gucken, was ich machen kann. Aber das ist durch das Nylongarn gestrippt. Und wie gesagt, den Spruch hätte ich eigentlich lieber hier oben gehabt. Aber das hätte doof ausgesehen, weil dann hätte ich wirklich 2 3D-Punkte übereinander setzen müssen, damit das dann die gleiche Höhe hat. Ihr Lieben, ich würde auch diese Karte gerne wieder verlosen, weil, wie gesagt, es stehen dann einfach viel zu viele Weihnachtskarten bei mir rum und ich freue mich, wenn ich euch quasi eine Freude machen kann. Also, seid wieder so lieb, falls ihr Interesse an der Karte habt, schreibt einen Kommentar und dann seid ihr im Lostöpfchen und dann werde ich, ich denke mal, nächste Woche diese Karte dann verlosen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, falls da Fragen sein sollten, könnt ihr gerne fragen. Ihr findet wie immer alles unten in der Infobox, falls ich mal was vergessen sollte. Bitte erinnert mich dran. Und dann, ansonsten, wie immer, wünsche ich euch selbstverständlich jetzt einen wunder und zauberschönen und kreativen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!